Rechte, Patrioten, Liberale, Hedonisten, LGBTQ-Szene für immer Todfeinde. Juncker Jane sagt nein. Um diesen, ja, tatsächlich aktuell wohl vorherrschenden Todfeindestatus zu beenden, muss man allerdings, ja, von liberaler Sicht erst einmal ganz sachlich und nüchtern einen Blick auf die Einwanderungspolitik werfen. Und die ist völlig gescheitert. Zu uns kommen Leute, die alles, aber auch wirklich alles ablehnen, was eigentlich liberale Grundidee ist. Die Leute sind häufig extrem homophob und transphob eingestellt. Viele sind zudem noch Antisemiten. Und ihr Weltbild, ihr krudes Weltbild betrifft nicht nur Schwule und Lesben und sonstige Minderheiten. Wenn diese Leute das Sagen hätte, dann wäre es auch für die Heterosexuellen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern vorbei. Außerdem wollen sie uns den Alkohol wegnehmen, also kein Rotwein mehr, kein Sekt, kein Schnaps. Vorschreiben, was wir essen sollen, also weg mit dem Schweinsbraten und ich glaube, Sushi ist vielleicht auch nicht mehr so ganz halal. Und dann wollen sie auch noch sagen, was Mädchen und Frauen anzuziehen haben. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Horrorvision, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist teilweise Realität. Und zwar Realität nicht irgendwo im Nahen Osten oder so. Nein, Realität in Europa. Wenn man in Frankreich in die Vororte von Paris fährt, da kann es schon manchmal schwierig sein, Alkohol zu bekommen. Ja, bestenfalls unter der Ladentheke. Und ja, die meisten Geschäfte bieten also schon nur noch mehr an, was halal ist. Aber es ist auch nicht Frankreich allein. Nein, auch bei uns will man schon so anfangen, so mit den ersten Vorschriften. Kein Schweinefleisch in Kitas. Damit halt eben der kleine Mohammed nicht versehentlich bei seinem Nachbarn dann doch mit diesem gar schrecklichen Tier in Kontakt kommt. Ja. Und sogar in den Schulen denken sich da offensichtlich einige dieser Leute, dass man Kleidervorschriften einführen müsste. Naja, kein Kopftuchzwang, aber man denkt, dass man Mädchen verbieten kann, bauchfrei in die Schule zu kommen. Nur zur Erklärung. Für mich als Liberaler darf jeder essen, was er will und anziehen, wozu er lustig ist. Von mir aus können die da in ihren weißen Gewändern da durch die Gegend laufen und die Frauen aussehen wie Dementoren, ist mir egal. Aber was sind das eigentlich für Leute, die glauben, mir vorschreiben zu müssen, was ich zu essen habe und meinen Kindern vorzuschreiben, was sie zu essen haben und meinen Töchtern zu sagen, was sie anzuziehen haben. Also, so geht's einfach nicht. Es ist also gerade aus liberaler Sicht unumgänglich, dass diese Entwicklung nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt wird. Vielleicht doch so ein paar Gedanken dazu, was denn da überhaupt schiefgelaufen ist. Wir so als Liberale haben gedacht, die Leute kommen aus einem Shithole-Country, weil sie sehen, dass es bei uns besser läuft und wollen daher auch so leben wie wir. Das Problem ist nur, die Leute, die da zu uns kommen, sehen den Zusammenhang nicht. Die begreifen nicht, dass ihre Länder, also aus denen sie herkommen, Shithole-Länder sind, wegen des dortigen Gesellschaftssystems und weil sie nach den abstrusen Regeln einer abstrusen Religion leben. Das Problem ist, nicht nur, dass sie das nicht erkennen, sondern wir sagen es ihnen nicht einmal. Im Gegenteil, wir sagen ihnen sogar noch, dass wir schuld sind wegen Kolonialismus und so. Das ist Bullshit. Aber natürlich wird von denen gerne diese Ausrede von Kolonialismus und
Kapitalismus verwendet, damit sie selber nicht die Notwendigkeit sehen, dass sie ihr eigenes Gesellschaftssystem ändern müssen. Das Gegenteil ist richtig. Wir müssen ihnen einen jeden Tag sagen, euer Land ist ein Haufen Scheiße, weil euer Gesellschaftssystem scheiße ist. Ändert es und wagt es. Wagt es auf gar keinen Fall mit diesen Ideen in unser Gesellschaftssystem zu kommen. So, noch ein bisschen was zum Thema Kolonialismus. Ich sag nur ein Wort. Südkorea. War auch mal eine Kolonie, heute ein absolutes Topland. Warum? Vernünftige Gesellschaftsordnung, vernünftiges Wirtschaftssystem, Kapitalismus. Gegenbeispiel Nordkorea. Unvernünftiges Wirtschaftssystem, unvernünftiges Gesellschaftssystem, bescheuerter Staat, ist ein Shithole. Also das ist eigentlich ein Zusammenhang, den müsste eigentlich ein Kind erkennen. Oder Kambodscha, lange Zeit Shithole. Warum? Bescheuertes Gesellschaftssystem, bescheuerte Regierung, Unterdrückung, Kommunismus, lauter Wahnsinnige. Seitdem es sich geändert hat, geht es dem Land wesentlich besser. Ist jetzt nicht der absolute Top-Renner, aber wesentlich besser als früher. Und ist jetzt auch nicht wirklich alles super, aber alleine dadurch, dass sich das Gesellschaftssystem verbessert hat, hat sich einfach auch die Situation der Leute vor Ort verbessert. Ganz einfache Zusammenhänge. Hat alles, hat viele Ursachen, viele Gründe, aber zurückliegender Kolonialismus, hunderte von Jahren, Jahrzehnte zurück, hat gar nichts damit zu tun. Okay, aber zurück zum Thema Einwanderungspolitik. Da sollte man nun, ja, ich sag erstmal, ob man sich eher so rechts verortet oder ob man liberal, libertär ist, einfach am selben Strang ziehen und natürlich in die gleiche Richtung. Natürlich gibt es Nuancen, aber in vielen Punkten sollte man sich doch einig sein. Beispielsweise Kriminelle. Man sollte Kriminelle nach Hause schicken. Das ist überall so. Ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass es irgendetwas mit Liberalität zu tun haben soll, Kriminelle zu beherbergen. Ja, wie gesagt, über Details lässt sich streiten und man muss vielleicht nicht wirklich eine 15-Jährige, die ihm die Zigaretten im Supermarkt geklaut hat, gleich ins nächste Flugzeug Richtung Heimat schicken. Wobei das in vielen auch westlichen Demokratien tatsächlich so ist. Aber man sollte sich ja zumindest mal darüber einig sein, dass Leute, die schwere Straftaten begangen haben, vor allen Dingen, ich sag das mal, wenn sie besonders widerwärtig und unehrenhaft sind, oder auch Leute, die gewohnheitsmäßig auch kleinere Delikte begehen, sorry, die sich einfach nicht anständig aufführen können, dass man die nach Hause schickt, weil die hier nichts zu suchen haben. Illegale Einwanderung. Freunde der rechten Seite würden ja am liebsten den Grenzschutz gigantisch aufbauen, Mauern bauen und Zäune ziehen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Problem damit, aber meines Erachtens nach werden die dafür notwendigen Steuergelder besser angelegt. Liberale Libertäre haben nämlich eine mächtige Waffe. Kein Geld, ja? Kein Geld. Denn, also, wir regeln das einfach so. Wer hierher kommt, wird in Kasernen, oder wir haben ja nicht mehr so viele davon, von mir aus auch Hallen oder ähnliche Einrichtungen untergebracht. Einmal am Tag kommt die Gulaschkanone, meinetwegen auch mit einem eigenen Topf für ein Veggie-Gericht. Und für das Abendessen gibt es dann noch Brot und Marmelade. In der Früh vielleicht einen Kaffee, aber das war's dann auch. Wer arbeiten will, kann das freilich tun, sich gerne eine Arbeit suchen, Geld verdienen, dann vielleicht auch eine eigene Wohnung beziehen. Weil wer arbeitet, macht halt eben auch meistens keinen Blödsinn. Und wenn doch, dann halt eben das Flugticket nach Hause. Wenn man nämlich diesen Pull-Faktor, hier in Deutschland gibt es Geld für rein gar nichts und davon reichlich abstellt,
dann ist schon mal davon auszugehen, dass viel, 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 viel weniger Leute kommen. Wir könnten uns jetzt also darüber streiten, was sinnvoller ist, Grenzen bewachen oder Pull-Faktoren reduzieren. Da muss natürlich ein Kompromiss gefunden werden, vielleicht das eine tun und das andere nicht lassen. So könnte man jetzt also auch über tausend weitere Dinge reden, Identitätsfeststellung, Altersfeststellung, Spurwechsel, aber wie gesagt, na, lassen sich doch Kompromisse finden. So, aber es ist ja nicht nur die Einwanderungspolitik, die so zwischen rechts und liberal-libertär steht, sondern es gibt da noch einen Punkt: Sexualmoral. Also, ganz einfache Sache, meines Erachtens nach. Sexualmoral ist einfach keine Sache des Staates. Von mir aus kann ja jeder seiner Meinung sein. Also meinen konservative Position, am besten die Schulfreundin heiraten, noch bevor man Sex mit ihr hatte, und dann in treuer Ehe möglichst viele Kinder in die Welt setzen. Das kann auch jeder gerne propagieren und danach leben. Und eben, wahrscheinlich werden auch sehr, sehr viele Leute damit sehr, sehr glücklich. Aber es ist verdammt nochmal nicht die Aufgabe des Staates, das in irgendeiner Weise zu forcieren. Genauso wenig ist es natürlich auch Aufgabe des Staates, in irgendeiner Weise das Gegenteil zu propagieren. Also schwule, lesbische Lebensweisen, Kommunen, mehr Ehe oder sonst etwas. Wer aus einer entsprechenden Gruppe, weil er beispielsweise in einer Kommune lebt und meint, das ist halt die tolle Sache überhaupt, der darf das von mir aus auch gerne sagen und dem Rest der Welt mitteilen. Aber der Staat sollte sich da einfach nicht einmischen. Und was natürlich wichtig ist, jetzt sind wir wieder so bei den liberalen Grundprinzipien, ist halt eben der Respekt und die Toleranz von der Lebensweise des anderen. Also, um es mal so runterzubrechen, wenn Julian eine Meerjungfrau sein möchte, ja, dann darf Julian eine Meerjungfrau sein. Wenn, ich sag jetzt mal, Norbert aber keine Meerjungfrau sein will, dann ist das genauso in Ordnung. Und wenn er es einfach doof findet, sich Frauenkleider anzuziehen oder sich sonst wie irgendwie zu verkleiden, dann ist es halt so. Dann findet er das doof. Das ist auch vollkommen okay. Es gilt so das alte Swinger-Motto: alles darf, nichts muss. So, soll ich jetzt noch ein bisschen was zu dem CSD sagen, der ja auch vielen Konservativen immer so ein schreckliches Problem für die darstellt. Es ist ganz einfach: Wenn jemand keinen CSD mag, dann muss er einfach auch nicht hingehen. Das ist doch nicht das fucking Problem, ja? Und wenn er da zufälligerweise mal vorbeikommt und vielleicht sogar auch zufälligerweise mal mit seinem Kind vorbeikommt, also ihr werdet jetzt keinen Schaden fürs Leben an der Seele nehmen, weil er zufälligerweise mal einen Mann im Hundekostüm sieht, der an einer Leine herumgeführt wird. Mein Gott, damit muss man halt eben leben. Ich meine, es gibt natürlich Regeln, die immer gelten, halt eben die normalen Regeln des Anstandes. Ich sage jetzt mal, es ist wie bei einem Faschingsumzug, ne? Bei einem Faschingsumzug ist ja auch viel nackte Haut zu sehen, und da wippt vielleicht auch der ein oder andere Busen mal ein bisschen heraus, aber es gibt halt eben eine Grenze. Ganz nackt durch die Gegend laufen ist halt eben nicht, ja. Das muss man halt eben respektieren, sowohl auf dem Faschingsumzug als halt eben auch den Christopher Street Day. Dann dürften wir halt eben keine Probleme haben, ja. Kopulieren auf offener Straße geht halt eben nicht, und auch bitte nicht im nächsten Gebüsch. Sollte nicht vorkommen, nicht auf dem Christopher Street Day und halt eben auch nicht auf dem Faschingsumzug. Soll zwar auch schon mal vorgekommen sein, sollte es aber nicht. Und ich denke, dann haben wir eigentlich alle keine Probleme miteinander. Ein Argument, was in
diesem Zusammenhang auch immer fällt, ist das Thema Kinder. Demografischer Wandel. Also wir brauchen mehr Kinder. Ja, mag was dran sein, aber ich frage mich, oder ich frage vor allem die ganzen Konservativen, wollt ihr wirklich, dass die ganzen Leute, die jetzt so auf diesen Christopher Street Days herumlaufen, der schwule Detlef und die Jacqueline, dass die jetzt alle irgendwie doch miteinander heiraten und Kinder in die Welt setzen und die dann erziehen? Also ganz ehrlich, wollt ihr das wirklich? Also Kinder haben es in meinen Augen wirklich auch eine tolle Sache und ist auch wirklich wichtig für die Gesellschaft, aber ich denke, es ist auch ganz okay, wenn sich einige Leute mal nicht fortpflanzen. Ist nicht so schlimm, wenn das nicht passiert, ne? Im Übrigen, ja, um auch diese Sache mit diesem demografischen Wandel und den zu wenig Kindern zu lösen, habe ich eigentlich auch eine ganz prima Idee. Also eigentlich, ja, wäre es jetzt mir so als liberal-libertär eingestellter Mensch eigentlich am liebsten, es wird überhaupt keine Steuern geben. Fände ich jetzt klasse. Und wenn es Steuern gibt, dann die natürlich möglichst niedrig und möglichst einfach, so eine Flat Tax, so ich sag jetzt mal 10% Steuern auf egal welche Einnahme man hat. Ja, das wäre so mein Traum, aber okay, wir wollen ja heute mal alle kompromissbereit sein und sagen, okay, es gibt dann doch einen etwas höheren Steuersatz, aber jetzt kommt die Lösung des demografischen Problems. Für jedes Kind, das man also in die Welt gesetzt hat und das man halt eben auch erzieht, gibt es 10% Steuerabzug. Na, was meint ihr, was es auf einmal für viele Kinder auch in den höheren Einkommensschichten gibt? Problem gelöst. Wir sehen also, es gibt genug gemeinsame Punkte und Ansätze, dass Rechte und Liberale und sogar die Alphabetmafia eher zusammenarbeiten sollten, statt sich zu bekämpfen. Man braucht halt eben ein paar Kompromisse.